Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute packen wir endlich mal ein Collection Edition. Und das ist Mafia 3. Ja man, endlich, wie ihr sehen könnt, habe ich schon bekommen, diese Mafia 3 Collection Edition. Ja, und ich wollte gerne mal euch zeigen, was alles da drin ist. Sehr interessante Collection Edition, weil es gibt sehr viele interessante Sachen drin. So, hier diese Kartone habt ihr schon gesehen, die lag hier die ganze Zeit. Hier an die Seite steht Mafia 3 Collections Edition. Hinten, wie immer, ist ein bisschen was abgebildet von dem Spiel, was da drin passieren wird. Kurze Geschichte wird erzählt. Das Ganze gespielt wird 1968 in Los Angeles gespielt, glaube ich. Ich weiß nicht genau so. Ich habe nicht gelesen genau. Hier nochmal Mafia 3. So. Ich packe das gerade zum ersten Mal aus. Ich weiß selbst noch nicht, was da drin ist. Im Karton, wie immer in Karton. Boah. Diese Karton sieht geil aus. Das packe ich schon mal zur Seite. Da ist nichts drin mehr. Kann man gut auf die Wand aufhängen. So als Poster. Ich packe das schon mal zur Seite. Und diese schwarze Box sieht einfach geil aus. Dieses geprägte Logo von Mafia 3 Collection Edition sieht ziemlich geil aus. Ist einfach eine schwarze Box. Und drinnen, die geht so auf. Tada! Geil! So. Hier, das erste schon, was rauskommt, ist dieses Buch mit Bilder drin. Ich habe vergessen, wie die heißt. Ich vergesse immer alles. Das ist dieses Buch, wo wird alles gezeigt, wie das gemacht wird, dieses Spiel. Ich hoffe, ihr seht. Ist ziemlich geil. Mafia 3. The Art of Mafia 3. Ah ja, stimmt. Artbook heißt das. Hier könnt ihr sehen, hier wird abgezeichnet, wie die Entwickler das gemacht haben, dieses Spiel. Der erste Charakter. Ich weiß nicht, ob der böse ist oder ein guter. Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Ich habe noch kein Video davon gesehen. Nur ein Trailer. Ich zeige mal euch ein bisschen mehr von diesem Buch. Sektion 2. Die Bilder sehen ziemlich geil aus, wie echt. Ja, sieht wirklich geil aus. Ich zeig mal ein bisschen mehr. Ja, meine Kamera will nicht fokussieren. Schade. Hier seht ihr den Hauptcharakter in diesem Spiel. Als werden wir spielen. Ja, das ist ein Messer. So wie ich das weiß, der kommt von der Armee und will rächen um seine Familie. Hier diese Zeichen sehen ziemlich lustig aus. Sektion 3.
Potomac. Potomac, komischer Name. Vito. Ja, das ist dieser, der Hauptcharakter aus der zweite Teil, der Vito. Ich habe alle zwei Teile schon durchgezockt. Ohne Ende. Deswegen, diese Spiele hat mir sehr gefallen. Sektion 5. In diesem Buch wahrscheinlich, dass alle Sektionen, alle Missionen, was kommt im Spiel, werden abgezeichnet. Wow. Bosskampf, Boxkampf, Bosskampf. Vielleicht wird da ein Bosskampf sein. Sektion 8. Ja, das war der Artbook von Mafia 3. Ist ziemlich geil, das. Hier sieht man nochmal geprägte Logo. Ist ziemlich geil. So, packe ich mal zur Seite kurz. So, als nächstes kommt schon noch ein Box. Drin wahrscheinlich das Spiel mit noch ein paar Geschenke. Thomas Burke, der Anarchist. Okay. Lincoln Clay, der Soldier. Ah, da sind wir. Das ist der Hauptcharakter. Der Lincoln Clay. Ich mach mal auf. Tada! Dieses Bild sieht auch geil aus. Ob jemand überfährt mit Auto. So. Und da haben wir schon ein paar Geschenke. Und natürlich das Spiel. Ich hole mal das Spiel raus. Hier sieht man das Spiel Mafia 3, Deluxe Edition, Familienrabatt. Ja, genau. Familienrabatt. Extra nur für Mafia. Mafia-Leute. Auf Hinterseite sieht man noch ein bisschen Geschichte. Um was geht's? Leider, ah, jetzt so besser. So sieht man besser, sonst fällt das Licht und sieht man nicht so gut. Das Spiel mache ich später ein bisschen auf. Ich packe das erstmal zur Seite. So wie das alles andere. Nein, nein. So, was haben wir hier? Hier ist nochmal eine Box. Ein schwarzes Paradiso. Bestimmt irgendwelche Kneipe. So, wie geht das auf? Ah, was ist das? Ah, okay. Das ist diese für die Tassen. Untersetzer für die Tasse. Kann man draufstellen. Tee oder so am PC-Tisch. Sieht ziemlich geil aus. Hier steht nochmal Paradiso. Ist ziemlich guter Leder. Hinten steht nochmal Mafia 3. Geil. Gute Qualität von dieser Leder. Sehr schön. Hier kann ich nicht. Ich verstehe nicht, was da steht. Sunnies, glaube ich. Ich glaube, das sind vier Stück. Ja. Das sind vier für die gleiche. Für die Dings.
für die Tassenuntersetzer. In so eine Box. Auch aus Leder. Ziemlich gut gemacht. Wie ihr sehen könnt. Ziemlich stabil. Aus hartem Papier drinne. Kann man nicht so gut, nicht so einfach brechen. Sieht ziemlich geil aus. So, nächste. Danach ist das Karton leer. Ist nichts mehr drin. Kann ich zur Seite legen. Hier. Ich zeige es euch nochmal. Und da hatten wir noch eine kleine Karton, also Kästchen. Da sind diese, ich weiß nicht, wie die heißen, diese, ich habe gehört, dass die heißen Hundemarken. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Das sind diese Abzeichnungen von Soldaten, wenn die zum Beispiel im Krieg gehen. Ich pack mal aus. Ich zeig euch. Hier. Ich packe mal kurz alles zur Seite. Ich mache mal kurz auf. Wow. Die sehen aus wie Original. Ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob meine Kamera. Ja, der hat fixiert gut. Sehr schön. Jetzt könnt ihr lesen, was da drauf steht. Ich glaube, ja, dass die Namen von unserer Hauptcharakter, als was wir spielen, weil der kommt aus der Armee, von der Armee. Und das sind seine Marken. Und so Kette. Sieht ziemlich geil aus. Nicht schlecht. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir zwei. Als nächstes haben wir zwei Schallplatten. Leider kann ich die nicht abhören. Habe ich kein Gerät dafür. Aber sollten die echte sein. Ich lasse mal die eingepackt. Deswegen werde ich nicht auspacken. Ich kann euch nur so zeigen von hinten. Da sind die Soundtracks von das Spiel. Kann man abhören. Und ich denke mal, das ist ziemlich geil. Sieht cool aus. Kann man so lassen. Ich lasse mal so als Sammler. Ich will nicht auspacken. Ups. Ich habe kurz Kamera umgeschmissen. Und die nächste sieht man nicht so gut wegen Licht. Hier nochmal von hinten die Liste von Spiel von Lieder. So. Und dann kommt die nächste, also die letzte Stück aus diesem Karton. Das sind die Playboy-Bilder. Ja, Mann. Das sind Playboy-Bilder. Sieht ziemlich geil aus. Dieses Bild. Überhaupt diese Karton. Richtig geil. Ups. Schon fast rausgefallen. Ich mach mal hier auf. Ein leeres Blatt. Tada! Und schon das erste Bild. Playboy-Bild von 1968. Sieht ziemlich cool aus. Gute Qualität. Nicht schlecht. Hat sich wirklich gelohnt.
Haben die gut gemacht. Sieht fast wie echt aus. So. Und die nächste. Wow. Eine schwarze Frau. Ich glaube, das ist das echte sogar Bild. Hier kann man sehen noch Playboy-Abzeichen von 1968. Sieht ziemlich geil aus. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das im Spiel wird, diese Frau sein, oder haben sie einfach so das gemacht? Das ist ziemlich coole Sache. So, liebe Freunde, jetzt packen wir mal das Spiel aus. Ich habe die Bilder schnell zur Seite gemacht. Ja, jetzt brauche ich ein Messer. Geht nicht so einfach so. Oder Schere. So. Jetzt habe ich endlich mal die Schere genommen, damit wir aufmachen können. Ich mache kurz hier. Die Schere mache ich zur Seite. Brauchen wir nicht mehr. Oh, das ist sogar keine normale Verpackung. Wow. Nicht schlecht. Das ist sogar so ein 3D-Bild. Ja, das ist nicht einfach so. Ja, das ist so ein 3D-Bild. Wenn man sich bewegt, dann bewegt sie sich auch. Leider in Kamera sieht man nicht. Ah, doch. Sieht man. Wie seine Augen bewegen, glaube ich. Ja, sieht man in Kamera. Ja, ist ziemlich geil gemacht. Nicht schlecht. Könnt ihr vielleicht sehen, wie seine Augen bewegen mit Waffe. Ist ziemlich geil. Nicht schlecht. Hier das normale Plastik verpacken. Und hier haben wir das Spiel. Hinten, wie ich schon gesagt habe, hier ist nochmal alles abgebildet. Kurze Geschichte erzählt. Ich gucke mal kurz nach hinten. Das keine Season passen. Hier ist nochmal Season Pass kostenlos. Ja. In dieses Spiel. Also bei dieser Collection Edition war ein Season Pass dabei. Das ist ziemlich geil. Nicht schlecht. Muss ich nicht extra kaufen. Ich gucke mal hier noch mal kurz, was da. Ah ja, das ist dieser Familienbetrieb. Gibt es Extras, extra Waffen und extra Fahrzeuge. Mit diesem Code kann man einlösen, aber den zeige ich euch nicht. Tut mir leid, nicht in diesem Video. Hier ist nochmal kurze Geschichte. Erklärung. Welche Tasten und so. Wie was funktioniert. Mafia 3. Nochmal abgebildet. Und hier haben wir die Karte. Ich packe kurz aus. Hinten. So. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Ich mache ein bisschen nach unten. Das ist die Stadtkarte, wo man verschiedene Geschäfte gibt. Ich weiß nicht, was noch da drauf abgezeichnet ist. Ich guck mal kurz. Ah ja. Hier sind die ganze Stadtplan, ganze Geschäfte, alles abgezeichnet. Sieht ziemlich gut aus, ziemlich interessant, ziemlich geil, mit so Blutflecken. Ich dachte zuerst Kaffeeflecken. Nein, sind zu rot. Keine Kaffeeflecken, es sind Blutflecken. So, ich mache mal jetzt kurze Pause und dann stelle ich alles zusammen. Und zeige ich euch nochmal,
was alles in diese Collection Edition war. Also im Zusammenhang. Bis gleich, Leute. So, liebe Freunde, ich habe jetzt alles rausgelegt, was noch da drin war. Ist ziemlich viel für eine Collection Edition, aber bei Collection Edition ist immer viel dabei. Ich habe hier nochmal rausgestellt die Verpackung. Nochmal die Verpackung. Verpacken, verpacken. Aber das ist typisch für Collection Edition. Mafia 3, diese Schallplatten. Nochmal die Playboys habe ich da rausgestellt. Die Artbook habe ich rausgelegt. Diese Kaffeedosen. Untersetzer habe ich rausgestellt und natürlich das Spiel, die Karte, alles ist dabei. Sogar die Anhänger habe ich hier draufgelegt. Sieht man, ja, sieht man hier. Sieht ziemlich geil aus. Bin gespannt, wie die Story weitergeht. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Abonnieren und liken nicht vergessen. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen, ob euch dieses Video gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Petrovic Pakt aus. Tschüss.